Ab Juli 2025 gibt es einen neuen Extra-Freibetrag bei der Einkommensanrechnung bei der Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Rentenaufschubprämie haben wir ja nun auch schon mal für Sie aufbereitet auf rentenbescheid24.de. Und jetzt hat der Gesetzgeber eine Formulierungshilfe erlassen, und zwar ist das eine Technik, in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren etwas in einen Gesetzesentwurf noch hineinzuschreiben, was wichtig ist, um sozusagen noch weitere Maßnahmen, wie hier zum Beispiel durch die Ampelregierung angekündigt, die Wachstumsmaßnahmen für Deutschland oder die Wachstumsinitiative für Deutschland, und zwar hier das Arbeiten für Rentner, attraktiver zu gestalten. Und dort geht es in dieser Formulierungshilfe, und zwar im sogenannten für das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, das BEG Römisch 4, das von der Bundesregierung ja schon seit längerem auch im Bundestag diskutiert wird. Und da hat man in diese Formulierungshilfe unter anderem auch eine Neuigkeit reingemacht, und zwar bei der Einkommensanrechnung für die Witwenrente. Wir wissen ja, dass Erwerbseinkommen, das heißt also, wenn ich zum Beispiel 2.500 Euro brutto verdiene und eine Witwenrente habe, dass das nach einer Nettobereinigung an die Witwenrente dann zu 40% angerechnet wird. Das führt oftmals dazu, dass Witwenrenten oder Witwerrenten sehr er also erheblich gekürzt werden oder sogar als Nullrente nachher zum Schluss ausgewiesen werden. Das heißt also, der Rentenanspruch ist zwar noch da, aber er wird nicht ausgezahlt, weil das Einkommen, was angerechnet wird, so hoch ist, dass es nach der 40%-Anrechnung dazu führt, dass die Witwenrente dann quasi auf Null sinkt. Ja, und jetzt hat der Gesetzgeber sich was Neues einfallen lassen, und zwar wird im SGB IV, und zwar im Paragraph 18a, glaube ich, Entschuldigung, im Paragraph 18b ein neuer Absatz 4a eingeführt, und dieser Absatz 4a beinhaltet einen sogenannten Sockelbetrag. Und dieser Sockelbetrag beträgt aktuell 538 Euro monatlich. Das ist ein dynamischer Betrag, und der hängt von der Höhe des Mindestlohnes ab und bildet sozusagen immer die Geringfügigkeitsgrenze ab. Und dieser Sockelbetrag gilt ausschließlich nur für die Einkommensanrechnung von Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen. Machen wir es jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel, damit es Ihnen klar wird, wie das funktionieren soll. Also, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, 2.500 Euro, und die würden dann praktisch zu 40% bereinigt werden. Aber jetzt gibt es einen Zwischenschritt. Man nimmt die 2.500 Euro Bruttoeinkommen, die man hat, und zieht erst einmal diesen Sockelbetrag ab, diese 538 Euro. Und das, was dann übrig bleibt, das Bruttoeinkommen, das wird dann zu 40% bereinigt. Und wenn das, was da bereinigt worden ist, dann noch über dem aktuellen Freibetrag von 1.038 Euro liegt, wird dann das, was da drüber liegt, über die 1.038 Euro nochmals um 40% an die Witwenrente angerechnet. Es findet also nochmal eine Kürzung statt. Ja, das vergessen viele Leute, dass es da noch eine Kürzung gibt. Nein, alles, was über dem Freibetrag drüber ist, 1.038 Euro, wird zu 40% an die Witwenrente angerechnet. Also wenn da zum Beispiel 200 Euro drüber liegen, werden diese 200 Euro dann nicht in Höhe von 200 Euro an die Witwenrente angerechnet, sondern nur in Höhe von 80 Euro, 40%. Und dieser Sockelbetrag führt dazu, dass das Bruttoeinkommen vor der 40% Bereinigung, das sind die Kranken- und Pflegebeiträge, das ist das Arbeitslosengeld, das sind Steuern und so weiter, vor dieser Bereinigung letzten Endes erstmal um den Sockelbetrag sozusagen verringert wird. Das führt, das habe ich also in verschiedenen Modellberechnungen auch schon gesehen und habe das selber nochmal nachgerechnet, das führt dazu, dass praktisch bei dem einen oder anderen es sich wirklich lohnt, weiter neben der Witwenrente zu arbeiten oder aber seine Erwerbstätigkeit noch etwas auszuweiten, weil schlicht und ergreifend der Freibetrag, das generelle Bruttoeinkommen, was dann anrechnungsfrei ist, als Erwerbseinkommen höher ist,
als nach aktuellem Stand. Nämlich, wir haben bei dem Freibetrag 1038 Euro, das ist ja ein Nettobetrag, der resultiert aus einem Bruttoeinkommen von 1730 Euro. Wenn Sie davon mal 40% abziehen, kommen Sie genau auf diese 1038 Euro und 5 Cent. So genau ist es, also diese 5 Cent fehlen meistens, aber wir haben das einfach mal so großzügigerweise auf die 1038 Euro abgerundet. Also, meine Damen und Herren, dieser neue Freibetrag soll nach dem Willen der Ampelregierung kommen. Es gibt diese Formulierungshilfe. Die Formulierungshilfe ist nichts anderes als eine Erweiterung des Gesetzesentwurfs zum vierten Bürokratieentlastungsgesetz. Und genau dieses Bürokratieentlastungsgesetz soll in den ersten Wochen des Monats September 2024 dann im Bundestag final beraten werden, damit dieses Gesetz letzten Endes dann auch pünktlich zum 1.7. oder dann zum 1.7.2025 in Kraft treten kann. Das heißt also für Sie, alle diejenigen Witwen und Witwer, die jetzt noch arbeiten gehen neben der Witwenrente und bei denen die Witwenrente gekürzt wird, können Sie davon ausgehen, wenn dieser Freibetrag in dieser Höhe so kommen sollte, dann ändert sich auch für Sie letzten Endes zum 1.7. nächsten Jahres die Berechnung der Einkommensanrechnung. Dann dürfte sozusagen das Einkommen, das anrechenbare Einkommen, auf jeden Fall dann entsprechend den Vorgaben, wie es im Gesetz vorgesehen ist, dann auch tatsächlich sinken. Aber warten wir einfach erstmal ab, was hier kommen wird. Sollte dieser Freibetrag dann tatsächlich so kommen, dann sehen wir ja auch in den entsprechenden Berechnungsvorgaben, wie das genau umgesetzt wird. Aber so wie ich die Formulierungshilfe verstanden habe, wird also letzten Endes von dem normalen Bruttoeinkommen als erstes der Sockelbetrag 538 Euro abgezogen, der im Übrigen ein dynamischer Betrag ist. Das heißt also, erhöht sich zum Beispiel zum 01.01.2025 der Mindestlohn, erhöht sich auch der Sockelbetrag. Das heißt also, der Abzug wäre dann sogar noch höher im nächsten Jahr. Aber das müssen wir alles erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Also, Sockelbetrag wird vom Bruttoeinkommen abgezogen. Dieses Bruttoeinkommen wird dann zu 40% bereinigt. Und sollte der dann bereinigte Betrag als Nettobetrag niedriger sein als der normale Freibetrag 1038 Euro, keine Einkommensanrechnung, sollte er da oben drüber liegen, wird das, was oben drüber liegt, sozusagen als Differenzbetrag nochmal um 40% gekürzt und dann erst von der Witwen- oder Witwerrente abgezogen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich hoffe, Sie konnten alles gut verstehen und nachvollziehen. Ansonsten lesen Sie bitte einfach mal meinen Beitrag zu diesem Thema auf rentenbescheid24.de. Ich werde den natürlich im Video verlinken und dann können Sie da nochmal nachlesen und auch das, was ich hier im Video gesagt habe, vielleicht nochmal besser nachvollziehen können. Wenn Sie dazu Fragen haben, einfach in die Kommentare schreiben oder auf anfrage@rentenbescheid24.de eine entsprechende Mail schicken. Wir schauen, dass wir alles bearbeiten können oder beantworten können. Oft gelingt uns das nicht, aber wenn interessante Anfragen da sind, dann bemühen wir uns hier auch entsprechende Antworten zu geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.